Frau Präsident, hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren, Zeit für ein Resümee. Und wenn wir beginnen, wie es aussieht mit dem gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung, dann bleibt übrig ein glattes nicht genügend. Der Auftrag sollte nämlich lauten, die Bevölkerung zu schützen, zum Beispiel mit Schutzausrüstung. Und ich habe es diese Woche bereits einmal gesagt, sie haben nichts anderes gemacht, als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern wegzusperren. Das ist einem Land im Jahr 2020 nicht würdig. Das haben unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern nicht verdient. Schämen Sie sich. Gehen wir weiter zum nächsten Baustein der sozialen Hilfe und der Maßnahmen für die Bevölkerung. Auch hier ein glattes nicht genügend. Nämlich nicht nur, dass Sie nicht helfen und geholfen haben, Sie haben es allen Ernstes bereits jetzt geschafft, dass Sie sich am besten Weg dazu finden, von einer Gesundheitskrise und unser Land in eine ausgewachsene Sozialkrise überzuführen. Nämlich genau wegen dem Chaos bei Ihren Verordnungen und bei dem Chaos, unser Land wieder hochzufahren. Und schlussendlich, sehr geehrte Damen und Herren, was ist das Gefährlichste, dass es nach dem Sozialproblem und nach den sozialen Problemen nicht zu einer ausgewachsenen Finanzkrise kommt? Das Gefährlichste ist eine Schlampigkeit beim Budget und ein unfähiger Finanzminister. Und was glauben Sie, Herr Finanzminister, würde ein Maturant bei der Mathematikmatura bekommen, wenn er seine Arbeit abliefert und zum Lehrer dazu sagt, es stimmt keine einzige Zahl? Ein Fetzen nicht genügend würde er bekommen, Herr Finanzminister. Aber genau das, haben Sie mit dem Budget gemacht. Und während Sie hier hinter der Maske lachen, schaut die Sache ganz traurig aus für unser Land. Sie spielen nämlich nicht mit Ihrem Schulabschluss. Sie spielen mit der Zukunft von Millionen Österreicherinnen und Österreichern. Und das ist nicht zum Lachen, Herr Minister. Ihre Aufgabe wäre es gewesen, ein Konvolut und eine Arbeit abzugeben, wo die Zahlen der Richtigkeit entsprechen. Da haben Sie versagt. Und da Sie dieser Aufgabe nicht nachgekommen sind, genau deshalb ist dieser Misstrauensantrag so wichtig und das einzig Richtige, was wir in diesen Tagen machen können. Und sehr geehrte Damen und Herren, das kann ich Ihnen... abschließend beim Resümee auch nicht ersparen. Die Betragsnote, die dürfen Sie sich selbst geben. Für Ihr Betragen, dass Sie sich selbst an Ihre Verordnungen nicht halten, Sie kleinen Walsertal, und anscheinend lieber mit dem Kollegen Ho um die Häuser ziehen, anstatt an einem anständigen Budget zu arbeiten.